Final Fantasy 15 mit der Quest Die Höhle hinter dem Wasserfall zur Greshare-Grotte begeben. So, wir sind gleich da, 800 Meter noch. Und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr am Ende dieses Videos mir einen Kommentar da lasst, ein Like oder auch ein Abo. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Aber jetzt würde ich sagen, wir sind gleich da. Und wir machen jetzt mit der Hauptquest weiter. So, machen wir das Dach zu hier. Dach auf, okay. Dach zu, Dach auf, Dach zu, Dach auf. Wir sind mittlerweile Level 22. Das ist eine Level 19 Quest. So. Tankstelle ist auch da, sehr gut. Wir wollen ja nicht, dass uns das Ding hier mal stehen bleibt. Tanken wir gleich mal voll. Irgendwie sieht meine Scheibe kaputt aus, oder? Kommt mir das bloß so vor. Irgendwie sieht die kaputt aus, oder? Nee. Das ist dreckig oder was? Nee, die sieht doch kaputt aus. Mal schauen, ob wir vielleicht irgendwie reparieren können. So. Wo ist es jetzt genau? Kare. Okay, wir müssen irgendwie hier runter oder so. Wenn wir denn hier runterkommen. Schaut aber nicht so aus, als wenn wir runter könnten. Ah, da hinten geht's runter, okay. Hier rüber Schokobo, dann geht's schneller. Aufsitzen, sitzt auf, sitzt du auf. Also dann. So, los geht's. Schauen wir mal, was uns bei der Quest erwartet. Schneller, Digga! Schneller! Ui! Der Wind ist echt angenehm. Ja, das stimmt. Was ist denn hier? Eine unsichtbare Wand, oder was? What the fuck? Okay. Stellen wir mal ab und schauen wir uns mal den Gegner an. Bis bald, was das für ein Level ist. Kampfmodus warten. Und schauen wir uns mal den Gegner da an. Hoffe, dass wir da rankommen. Boah, 54? Lol. Okay, wir gehen weg. Knocked. Vorsicht, linke brauchen wir nicht lang gehen, da okay. Sterben wir. Hier kommen wir aber auch nicht lang. Ich muss da unten irgendwie durch. Und hier irgendwie rüber. Wir müssen irgendwie in die Richtung. What the fuck, ey? 54. Oh mein Gott, was ist das? 18. Okay, analysieren wir die erstmal. Sieh mal an. Jetzt wird's interessant. Schauen wir mal, was sie drauf haben, die Kameraden. Okay, Speer, Schusswaffe und Eis. Ist eh optimal, das haben wir eh schon dabei. Ich habe einen. Oh, nee, oder? Haben wir das gar nicht ausgerüstet hier? Was ist da los? Ausrüsten. Einmal Double rennen.
Fass dich kurz. Qualität. Boah, Zeit. Okay, wir gehen in die Einstellung und ändern den Kampfmodus auf Echtzeit. Ist das lässig. Also dann, Klappe zu, Monster tot. Okay, viel Schaden hat's nicht gemacht. Hier, bitte! Mach doch mal, Egger! Ich zerschmettere dich! Da fast kein Schaden bei denen, ey. Was ist denn los, Egger? Was denn? Ist irgendwo ein Warp-Punkt oder sowas? Ja, beeindruckend. Perfekt. Schaut's aus. Ignis braucht was. Ich zerschmettere dich! Das geht so weit. Sorry. Erwischt! Sauber! Boah, Alter, mach die Schaden. Okay, da war schon ein bisschen stärker der Kampf, aber mit dem Eis, muss ich sagen, ging es ganz gut. Das? Was denn? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Da bin ich aber gespannt. Rührei mit Krebsfleisch. Okay. So, dann würde ich sagen, ab in die Höhle. Die Höhle des Grauens. Aber erst machen wir die Kiste auf. Und wir werden Magie ausrüsten. In diesem Flakon ist bereits Magie, um einen Zauber abzunehmen können, müsst ihr ihn erst entleeren. Ausrüsten. Gifteis, geil. Okay, weiter geht's. Ob das wohl der Wasserfall ist? Schaut ganz so aus. Nachgucken kostet nichts. Sieht nach einem Weg aus. Aber ich will erst die blöde Kiste. Hier war da irgendwo noch eine Kiste, oder? Ist das hier unten, oder was? Komm hier runter? Hier kommen wir gar nicht runter. What the fuck? Okay, das schaut aus wie so ein Art Dungeon oder sowas. Aber hier kommen wir nicht runter. Hey, das riecht nach Dungeon. Fresh ist eine Legende ja echt was dran. Okay. Ganz schön frisch hier, was? Hat jemand einen Schal? Ja. Mal nicht so rum. Warum schon zu nicht heulen, Mensch? Bei der Kälte gibt's doch bestimmt keine sicher, oder? Glaub kaum, dass die sich an der Kälte stören. Wow. Wäre dir auch zu schön gewesen. Pudding. Beobachte die Bewegungen deines Gegners. Ja, ja.
Bescheid vor allem. Alter. Gegen alles resistent oder was? Schaut fast so aus. Boah. Komm, wir gehen einfach weiter hier, komm. Aus meinen Augen. Ja, klar. Verfluchte Sicher. Wieder oder sowas. Verschwende! Die Wirkung eines Toxins. Alter, okay, das heißt anscheinend, dass in den Dungeons die Gegner ziemlich alles immun sind. Wir müssen eigentlich hier hoch, oder? Ja, okay, da sind wir runtergerutscht, glaube ich. Ja, genau, von da sind wir gekommen. Dann müssen wir hier lang. Ich will hier raus. Hoffentlich finden wir es schnell. Such lieber, statt zu reden. Nicht schon wieder! Boah. What the fuck? Ist okay? Ja, ich komm. Hallo? Da wären wir also. Nein, ich wollte auf den Warp-Punkt da oben hin. Nein, von wo? Okay. Jetzt haben wir anscheinend hier mehrere Wege. Mehrere Wege führen zum Ziel, heißt es doch immer. Aber ich habe keinen Plan, wo wir lang müssen. Dass wir irgendwie im Kreis gehen oder so. Los geht's! Okay, die lassen wir mal. Die lassen wir einfach mal stehen, würde ich sagen. Okay, wo sind meine Gefährten? Passieren.
Noct, deine Friese ist eingefroren. Hat Finding. Was? Echt jetzt? Deine Friese? Carbonreif, hier gehen wir nicht lang. Da rutscht schon los wieder runter. Dann geht der also hier lang müssen. Hier gibt hier noch was. Ah, ich glaube, da war ich vorher schon. Da müssen wir nicht lang. Glaub, hä? Können die da hochrennen oder was? Wenn ich da runterspringe, dann werden wir schon runterrutschen. Ist doch ein Bug, oder? Ist doch verbuggt, oder? Ach, klar, es ist verbuggt. Warum können die da hochrennen? Okay. Ich glaube, wir haben hier komplett verlaufen in dem Dungeon. Nicht ausrutschen! Schön langsam! In der Grotte nach dem legendären Schwert suchen. Ich glaube, wir sind jetzt schon ganz nah. Könnte es vielleicht hier sein? Ne, doch nicht. Okay. Aber hier haben wir Feuer. Ah, sind wir voll. Aber ich glaube, ich werde jetzt mal Feuer ausrüsten. Ausrüsten. Jipp. Weil Eis, Feuer, ja. Könnte man sich ja schon denken, was dann passiert. Oh, schon wieder dieses Viecher, ey. Eine Spinne, muss ich da lang gehen? Vorwärts! Ja. Pudding, ey. Da müssen wir hoch. Ob das Schwert hier ist? Wer weiß. Lasst uns noch etwas suchen. Nicht so aus. Was ist hier? Versteinertes Holz. Wir gehen hier weiter. Ich werde den Gegner mal so gut wie es geht aus dem Weg gehen. Vor allem die scheiß Puddings. Schaut mal, er könnte gehen. Was denn? Hier, der Vorsprung. Den ekligen Puddings. Oh, wie im Kühlschrank. Was gebe ich jetzt nicht alles für eine Wärmflasche? Sind ja schon ziemlich weit gekommen. Ich verstehe nicht, dass uns hier... Ach, komm. Da vorne! Eine Tür! Oh, das Empfangskomitee! Verdammt! Das wird ein harter Kampf! Ade! Stirb mir ja nicht! Hasta la vista! Greif den Feind von hinten an! Hexe hier. Wo hast du das denn gehört? Geht denn da nicht an den Warp-Punkt hin? Ich flipp aus.
Schaut euch den an! Scheiße. Weg da! Macht ihr denn? Vorsicht! Kann ich mich denn nicht heilen? Versteht es nicht. Hey! Aber hier! Ich komm klar. Alles okay. Ich komm klar. Ich verstehe es nicht. Also dann. Sieht aus, als hätte er einen Schuss. Weiter schon, Mensch. Ich zerschmettere dich! Weiter geht's. Was ist denn da los, ey? Ich zerschmettere dich!
Oh, meine Fresse. Oh Mann, hab ich vielleicht einen Durst? Ich bin am Verhungern. War ja auch ein harter Kampf. Boah, war echt hart, ey. Lanze? Ein Speer oder sowas? So, du kannst nun die Königswaffe herbeirufen, wenn Noctis angreift oder sie verteilt. Kreiswürmer Nimmelberg am linken unteren Bildschirm und auf. Ist ihr voll, kann es losgehen. Solange die Königswaffen dich schützen, sind alle deine Statuswerte erhöht. L1 plus R1 Königswaffen. Das Menü fertiger wurde, die Königswaffen erweitert. Setze FP ein, um die königliche Arsenal zu verstärken. Ja. Gut. Okay, hat schon wieder so eine Vision. Alles in Ordnung? Was ist los? Wo bin ich? Noct? Ich habe etwas gesehen. Lodernde Flammen. War das der Meteor? Eine Vision von der Cortez-Platte? Lasst uns nach Lestallum zurückkehren. Das Schwert der Legende. Ja, nach Lestallum zurückkehren. Fertigkeiten. Königswaffen. Fertigkeit, die langsame Königswaffe, um seine exekutive Stärken und so das Beste aus seiner Gabe herauszuholen. Wir brauchen den Königswaffen. Okay, wie kann ich die jetzt herbeirufen? Oh. L1 und E1 hieß es. Muss ich das im Kampf machen? Geht es nur im Kampf? Eventuell. Ich hoffe mal, dass die blöden, ekligen, komischen Krebs jetzt nicht wieder da sind. Oh, doch, die sind schon wieder da. Nee, das ist ein Schokobo. Was ist es? Was hast du, Ignis? Mir ist ein neues Rezept eingefallen. Oh, da freue ich mich drauf. Zwei Kilometer. L1 und R1. Hä? L1 und R1.
Später Wanderin. Gehen hier bestimmt nicht da unten. Jetzt mal im Ernst, das ist zu riskant. Also, lassen wir's? Nee, schon okay. Los geht's. Jetzt mal im Ernst, ich hasse dich! Gegen den wollen wir jetzt nicht kämpfen. Schauen, wie es lang geht. Hier hoch, glaube ich, oder? Echt angenehm hier. Ja, stimmt. Okay, Elixier gefunden. Kurze Verschnaufpause. Ach, der fährt ja jetzt nicht. Nein. Im Dunkeln fahren ist gefährlich. Okay. Schlafen wir irgendwo. Oh, eine Pause. Ja, machen wir Pause. Was man hier pennen kann. Ah, da ist was, ein Unterschlupf. Unterschlupf. Okay. Tolles Foto, Prompto. Vielleicht sollte ich nach all dem Kämpfen Profifotograf werden. Oh, hat sicher wehgetan. Ja, das hat es echt. So, ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Cut und schauen uns dann in der nächsten Folge an, wie es dann mit der Quest weitergeht. Wenn es euch ein bisschen gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen oder auch über ein Like. Dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und ansonsten, jo, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, ciao, euer Andi.